So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Hier ist es jetzt 21.15 Uhr und die US-Märkte sind natürlich noch in Bewegung. Zunächst der Risikohinweis und dann muss man leider sagen, im Silber und im Gold war das leider nichts. Ich rufe hier noch kurz den JFT-Stream auf. Da würde Silber ein-, zweimal erwähnt, analysiert, mögliche Rückläufe gezeigt. Und schon gegen 15.08 Uhr war hier, also 15.08 Uhr, das war noch in der Kerze, bevor es hier neues Hoch gab, war ein Rückläuf angedacht, der aber hier bei 17,60 spätestens, eben eher bei 17,66 eben beendet sein sollte, direkt hier an der Oberkante des Rainbows. Bullischste wäre Variante gewesen, nur nochmal 17,70 und das andere dann eher 17,65. Was es jetzt hier geworden ist, ja, Schlusskursbasis war hier die 17,55 beschrieben worden. Die hält, also diese Linie sollte morgen auch halten und genauso diese Trendlinie ist jetzt hier wichtig, dass es überhaupt hier nochmal eine Bewegung nach oben gibt. Ich habe ja auch schon da erwähnt, auf Tagesbasis muss da was folgen. Deswegen kann man hiervon auch nicht mehr von einem Fehlsignal oder sonst was reden, sondern einfach volatile Seitwärtsphase. Auf Tagesbasis ist immer noch nicht dieser EMA 200 geknackt worden, was jetzt natürlich nicht ausschließlich ein absolutes Signal wäre, aber ein Hoffnungsschimmer. Das, wie gesagt, das sieht auch eher wie am Wochenende 50-50. Ja, dass sich das hier nach unten leider noch ausdehnt. Also neues Tief. Aber dafür, solange jetzt hier diese, hier habe ich es jetzt ja nicht eingezeichnet, gibt es ein Update dann morgen auch bei meinem 4-Zeitebenen-Screen. Also hier diese Linie, egal wie man sie eben anlegt, im Prinzip ist hauptsächlich entscheidend, die 17,55 sollte auf 4 Stunden oder auf Stundenbasis verteidigt werden, hier auf Stundenbasis. Hier, wenn man den 4-Stunden-Chart anschaut, dann gab es hier eben nur ein Anlaufen an die Oberkante und dann wieder zurück zur Unterkante. Im Wochenchart kann man jetzt hier erstmal nichts sehen, obwohl jetzt hier komischerweise, ne, ist ja schon die gleiche Tageskerze, gerade eben nur, weil hier die Perspektive anders war, habe ich gedacht, das ist eine andere Tageskerze bei Gold. Aber da brauchen wir sie jetzt bei Silber nicht länger aufhalten. Gold konnte hier kein Wochenhoch oder beziehungsweise das Vorgängerhoch übertreffen. Scheiterte bei 1272. Und dann kam hier im Prinzip wieder auch Verkaufsdruck rein, was man hier erkennt, genauso kein EMA 200 Schlusskurs. Des Weiteren wurde ja noch Palladium letzte Woche aufgezeigt. Hier läuft es dann deutlich besser. Möglich wäre noch ein kompletter Rücklauf gewesen. Die Kerze war eben nicht ideal, aber trotzdem war es jetzt hier, wie man sieht, ist es jetzt hier ein Umkehrsignal, was auch so beschrieben war mit 50-prozentiger Positionsgröße, dass man hier reingehen konnte. Und ja, das gefällt mir hier deutlich besser nun. Also vorher war es schon aussichtsreich und wenn man jetzt hier ja in dem Bereich eingestiegen ist, bei 600, sagen wir auch 25, liegt man jetzt hier schon im Plus. Pfund gegen australische Dollar, da hielt es, gab es kaum Bewegung, wieder an den EMA 200. Und sonst, wenn man ja auch hier sieht, noch
in der Analyse von Vorbörseneröffnung. Ja, ich habe zwar hier noch die Kursziele 10.850 genannt, aber wenn man jetzt hier nur die Pfeilspitze sieht, dann hat ja hier im Prinzip das gepasst. Nichtsdestotrotz, ja, würde also hier definitiv nichts von irgendwelchen, ja, bärischen Sachen erzählt, sondern die Aufwärtsbewegung hat jetzt gepasst. Des Weiteren muss man jetzt, also Vonovia war eben ein Verkauf angedacht, aber jeder soll jetzt hier eben selbst entscheiden. Niemand ist hier im Minus. Egal wie das läuft, sollte man auch nie wieder ins Minus kommen. Der spekulative Wert Deutsche Bank lief dann auch gut. Gab es hier, war immer noch angedacht, ein Abpraller. Wer aber jetzt hier direkt verkauft hat, hat auch definitiv keine Verluste erlitten. Wer jetzt drin ist und den Stopp auf das Tief nachgezogen hat, so habe ich es heute geschrieben, es dürfte auch nicht mehr ein Verlust kommen. Aber bei der Deutschen Bank weiß man ja nie, was für News rauskommen. Deswegen eben auch sehr spekulativ alles. Und die Lufthansa war ja schon erledigt und kommt jetzt hier auch dann aus das Kursziel 11 und jetzt halt der EMA 200. Ich meine, das ist jetzt hier zum Abschluss meiner Arbeit, sieht man jetzt hier wieder sehr deutlich, überall ist der EMA 200, hat fast eine Aussagekraft. Ist jetzt, ja, nicht, würde ich nicht Zufall nennen, aber ich meine, so viel, dass es so genau oft jetzt getroffen wird, ist schon auch eher eine Ausnahme. Dass eben so gut passt. Hier fehlt zwar eine Kerze, aber auch heute kam man nicht genau über die, ja, 94,20 hinweg. Man muss in Schlusskurs, auf Schlusskursbasis muss dieses Niveau fallen, dann dürfte es hier schön eine Aufwärtsbewegung geben. Was ich jetzt hier noch erwähnen wollte, hier gab es ja keine richtigen Setups. Ich habe sie nur aufgezeigt. Amazon und Alphabet bringen Zahlen. Hier gab es ein deutliches Upgap, genauso wie hier bei Amazon. Ist natürlich noch kein Erschöpfungsgap etc. was. Apple eher nicht. Die Apple bringt, habe ich hier jetzt was. Das am Donnerstag bringt Alphabet und Amazon und am Dienstag eben. Nicht, dass hier jetzt vorher was falsch ist, ich weiß es nicht. Genau, also am Dienstag Apple, Donnerstag die anderen beiden. Also Apple definitiv spannend. Gab es Zeiten eben hier in dem Bereich, wo dann wirklich die Nasdaq um 2% dann aufgemacht hat hier und dann gab es keinen einzigen Rücklauf mehr. Also die Apple-Aktie oder genauso auch hier das Gap, kann ich mich auch noch gut erinnern, dass sich jetzt hier sowas ergibt, eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Deswegen, wer größere Positionen in Index-Futures hat, ja, definitiv Teilverkäufe oder auch um 22:30 Uhr kommen eben bei dem, also das waren die letzten Quartale, Jahre fast so. Also US-Futures schließen ja zwischen 22:15 Uhr und 30 und wirklich knapp vor 22:30 Uhr, bis sie wieder eine Stunde aufmacht, kommen die Ergebnisse raus und dann gibt es Mega-Volatilität normalerweise, weil erstmal entscheiden sich die Daytrader, die Zocker, in irgendeine Richtung auszuschlagen und da gibt es eben auch im Nasdaq extreme Bewegungen, weil die Aktie eben hochgewichtet ist. Die Microsoft kann jetzt hier fast an die 61 erreichen heute. Da fehlt aber auch eben eine Kerze und Netflix eben auch ein Gap. Also alle, sehr viele Werte haben mit einem Gap eröffnet. Bislang, wie gesagt, kein Erschöpfungsgap, aber das muss man jetzt hier berücksichtigen. Und sollte eben Apple die Märkte negativ überraschen, dann dürfte es hier ist mit dem Nasdaq erstmal gewesen sein. Wir werden keine Herbstrallye sehen, sondern eher, ja, ein Abverkauf. Deshalb habe ich die Werte auch rausgesucht, die Woche, in der letzten Woche. Da wird es eben spannend und ich werde mit das Hauptaugenmerk eben auf die US-Indizes legen. Und ganz wichtig, man kann auch jetzt schon die Werte reinschreiben, eben ab Mittwoch mache ich einen Thread auf, wo die Leser Werte benennen dürfen.
die ich dann noch bis zum Wochenende analysiere. Ich habe mir so gedacht, am Freitag kommen dann 5 Wunschwerte raus, Wunschanalysen, und zum Wochenende hin, also am Montag dann, ich werde es dann am Samstag eben ausarbeiten, nochmal 5 Wunschwerte. Also wer irgendwelche Werte analysiert haben will, auch kann auch dann die Zeitebene angeben. Ich werde dann natürlich nicht jedes Mal oder bei jedem Wert was finden und auch nicht jeden Wert analysieren, sondern eher auch auf die großen. Aber ich werde mich dann trotzdem überraschen lassen, wer überhaupt was schreibt. Und dann suche ich auch dann eben die Zeitebene raus. Entweder gibt mir jemand eine Zeitebene vor oder ich suche es mir halt raus, wo am besten ein Signal der Basiswert dann liefern kann. Natürlich ist ja keine hundertprozentige Sicherheit, dass dann das Signal sowieso ausgelöst wird oder auch noch in die richtige Richtung geht, aber das ist jetzt hier noch so ein Goodie zu meinem Abschluss. Danke fürs Zuhören, dann bis morgen.